Hallo und herzlich willkommen bei Felix Hardy Games, hier zu einem neuen Video und diesmal geht's um mein Skinpack. Ja, das habe ich schon etwas länger geplant und ich habe da schon, also ich habe diesen Skin schon seit Minecraft Classic. Ich habe das, hat zwar vorher einen anderen Account, auf dem ich das, den Skin vorher benutzt habe, aber der Felix Hardy Games Account ist, glaube ich, der ist irgendwann in der 1.0 entstanden oder so, aber das tut ja nicht zur Sache. Und ja, diese Skins, also 90% der Skins, die habe ich schon seit circa einem Jahr und die habe ich immer für irgendwelche Projekte aufbehalten. Aber meiner Meinung nach habe ich die irgendwie nie großartig benutzen können, weil ich auch nie wirklich dazu kam. Und ich habe auch schon öfter ein paar Leute auf den Servern gesehen, die meinen Skin benutzt haben. Und da habe ich mir gedacht, ja, komm, dann gebe ich den einfach mal öffentlich frei, weil auch ein paar Leute mich gefragt haben, ob ich das machen könnte. Und es gibt da nämlich folgende Skins. Ich habe da nämlich einen Skin zum Beispiel mit einer Prime Games Maske, ich habe einen Army-Skin, ich habe einen Batman-Skin, dann habe ich so einen zum Büro-Kittel, denselben Kittel hat sogar der Skin von Mayplay. Dann habe ich einen edlen Skin mit so einem Smoking, einen Albert Einstein-Skin, halt FHG-Cam und mein ganz normaler Skin, die sind auch dabei. Dann der von der Lehrstunde, weil den haben auch in letzter Zeit schon sehr viele benutzt, merkwürdigerweise. Dann einer mit einer Mayplay-Maske und dann habe ich einen Super Mario-Skin, dann habe ich einen Mexiko-Skin, einen Piraten-Skin, einen Splexcraft-Skin, einen Affen und einen Jedi-Ritter-Skin. Und ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr das Hintergrundbild da, wenn ihr das toll findet, der Download ist auch, ich glaube, soweit ich weiß, ist das sogar im Skinpack. Ich pack's einfach mal mit ins Skinpack rein, wenn ihr wollt und ich hoffe einfach mal, dass ich euch dann auf den Servern sehe. Wenn ihr euch jemals gefragt habt, was für ein Texture Pack ich überhaupt benutzt habe, das ist auch in der Beschreibung. Ich habe ganz, ganz lange her mal ein eigenes gemacht. Das haben wir noch nie in den Videos jetzt in der letzten Zeit benutzt. Wenn ihr das toll findet, könnt ihr es auch benutzen. Da ist sogar ein Sprachpaket dabei und dann sind zum Beispiel eure Brote sehen dann aus wie Muffins und dann heißen die auch Muffins. Ist ganz leicht zu installieren, also wenn ihr da Spaß dran habt, dann könnt ihr das auch euch holen. Und ich hoffe einfach mal, ich sehe in Zukunft ein paar Skins auf irgendwelchen Servern und hier und da. Und die Skins sind dann in der Beschreibung zum Download, wie der ganze andere Rest, über den ich geredet habe. Und ich sag dann einfach mal, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Tschüss!